Mit der Cancel Culture ist es so eine Sache. Wie so oft, wenn es um Positionierungen geht, ist es eine Frage des Blickwinkels, was man gerade von diesem oder jenem Canceln hält. Und natürlich canceln wir alle immer wieder in jedem Zusammenhang, schon allein dadurch, dass wir mit bestimmten Menschen nicht sprechen, ihnen nichts anbieten, ihnen kein Podium bieten. Wenn ich das für uns hier beschreibe am Schauspiel Hannover, dann würde ich sagen, wir sind eine große, diverse Gruppe und das Wunder ist, dass wir ein gemeinsames Produkt hinkriegen, dass wir miteinander arbeiten, dass wir immer wieder gemeinsam etwas unternehmen, obwohl wir so unterschiedlich sind und trotzdem canceln wir und schaffen auch vieles nicht. Wir schaffen es nicht, mit allen zu reden, wir schaffen es nicht, uns zu bewegen manchmal. Wir messen mit unserem Maß und scheitern täglich quasi. Ich würde gerne noch mehr streiten und würde noch mehr neugierig bleiben und mit unserem Theater so tief bohren, dass zutiefst Menschliches hervortritt und vielleicht Menschen auch bewegt. Und trotzdem möchte ich bestimmten Menschen kein Forum bieten und würde sagen, man muss ihnen auch kein Forum bieten. Menschen, die Meinung behaupten und in Wahrheit beleidigen, Menschen, die populistisch agieren. Bei aller Liebe für die Meinungsfreiheit hat das auch bei mir Grenzen, wenn es um Hetze, wenn es um Lügen geht. Und diese Menschen sollen bei uns keinen Laufsteg bekommen. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, wir sprechen alle falsch, wir scheitern alle. Auch ich gehöre zur Mehrheitsgesellschaft und will mir gar nicht anmaßen, dass ich alles richtig mache. Und in Wahrheit verstehe ich auch, dass man auch mich vielleicht mal cancelt. Und ich möchte mich da eigentlich in Demut üben und lass mich auch gern mal canceln. Trotzdem, vielleicht abschließend, lasst uns großzügig bleiben. Ich möchte großzügig bleiben. Lasst uns offen bleiben. Lasst uns zugeben, dass wir nichts wissen und dass wir doch gemeinsam in Bewegung kommen könnten, sollten, dass ich das will, in eine gemeinsame Bewegung für weniger Gründe zum Canceln und für mehr Empowerment und für mehr Gerechtigkeit und Freiheit und Liebe vielleicht.